Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Willkommen zu Stellaris Galactic Paragon. Wir spielen dieses Spiel mit einigen vielen Mods. Die Liste der Mods findet ihr in der Videobeschreibung. Wobei ich eine Anmerkung machen muss. Zwei sind aus Komplexitätsgründen deaktiviert. Da habe ich mich dann doch nicht zu entschlossen. Das ist einmal NSC8 und einmal die UI-Mods. Das sind beide Mods, die mit dem aktuellen Update noch nicht sauber funktionieren. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, die zu deaktivieren. Übrigens, wenn ihr gerne mal Stellaris im Multiplayer spielen wollt, kommt doch gerne auf unseren Discord. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Wir haben dort eine sehr große und aktive Stellaris-Community, die auch diesen Koop-Modus hier schon ausprobiert hat. Also kommt gerne vorbei. Dort werdet ihr geholfen. Und dort wird euch geholfen. Gottes Willen. So, wir starten ein neues Spiel und ich habe auch hier schon mal eine entsprechende Nation vorbereitet, nämlich die Erdallianz. Denn Galactic Paragons besteht ja dadurch, dass es ein sehr rollenspielerischer Ansatz ist und deswegen möchte ich dieses Mal tatsächlich die Guten spielen. Wir haben sehr oft jetzt die Bösen gespielt und dieses Mal möchte ich die Guten spielen. Die Erdallianz, die Schiffe hier, die kommen euch vielleicht bekannt vor, zeige ich euch gleich, wenn wir im Game sind. Und die Erdallianz ist eine ganz normale Zivilisation, eine Zivilisation, die aus der Dampfzeitalter Automaten und Roboter gebaut hat, die sie jetzt auf der Erde unterstützen und sie sind Bergbauer, sie haben eine byzantinische Verwaltung, ja, sie sind ein bisschen militaristisch, um einfach auch darzustellen, dass die Menschen gern mal draufhauen und erst schießen und dann fragen. Sie sind fanatisch materialistisch, ich denke, das passt auch und so werden sie jetzt in den Weltraum starten und tja, was dann kommt, das wird die Zeit zeigen. Grundsätzlich sind sie eine Demokratie und wir werden anhand ihrer rollenspielerischen Eigenschaften entscheiden, in welche Richtung es geht. Und das kann durchaus auch mal in eine andere Richtung gehen. So, dann werden wir mit einem mittleren System dieses Mal starten. Galaxie-Typ ist elliptisch und die KI-Reiche bleiben bei 9. Keine Startvorteile, gefallene Reiche, das bleibt alles gleich. So, Zivilisation ohne UL-Technik bleibt auf 2 und ich habe mich dieses Mal dazu entschlossen, die Anzahl der Planeten, die ich ja sonst immer höher stelle, wir starten übrigens diesmal auf Commodore und nicht auf Admiral, weil Admiral ist echt verdammt schwer. Die Stellaris KI hat in den letzten Jahren oder Monaten ja sehr viele Updates bekommen, sodass je nachdem, wann ihr in das Spiel eingestiegen seid, wenn ihr sehr früh eingestiegen seid, dann habt ihr vielleicht mal mit Großadmiral gespielt und euch gedacht, naja, ist ganz okay. Das, was früher Großadmiral war, kann aber mittlerweile locker schon Commodore, sodass man sich vielleicht vorstellen kann, wie das Ganze skaliert. Die bauen jetzt auch wirklich ihre Planeten aus, mehr oder weniger gut. Sie bauen Flotten vernünftig und so weiter und so fort. Das ist schon, ja, schon ziemlich hart geworden. Das muss man ganz ehrlich sagen. Die sind wirklich gut geworden. So, Hyperraum-Routendichte, Wurmlochpaare bleibt ein bisschen erhöht. Garantiert bewohnbare Welten bleibt auf 2. Allerdings die bewohnbaren Welten an sich bleiben auf 1. Das heißt, das ist im Prinzip die Anzahl der bewohnbaren Welten, die es generell gibt. Und das sind die Welten, die davon dann garantiert bewohnbar sind, so verstehe ich das. Dann habt ihr gesagt, hey, lass doch einfach die L-Tore aus. Ah, nee, das will ich ja auch nicht machen. Also L-Tore bleiben schon an. Ansonsten, das sind die Starteinstellungen. Da gibt es jetzt dieses Mal nichts Ungewöhnliches. Und dann starten wir rein ins Game. Und dann werdet ihr auch schon sehen, welche Mods ich installiert habe. Das sind natürlich einige, damit uns das Ganze ein bisschen mehr Spielspaß bringt. Und da werdet ihr dann auch sehen, warum ich die Anzahl der Welten runtergestellt habe. Genau. Ich habe nämlich das Gigastructure Mod Pack mit installiert. Und das ermöglicht es uns, dass wir jetzt auch Monde bebauen können, dass wir Asteroiden bebauen können und so weiter und so fort. Das heißt, wir können jetzt dort viel mehr Stationen bauen. Da freue ich mich total drauf. So, es gibt auch Planetary Diversity, habe ich auch installiert, die uns wesentlich mehr Optionen gibt. Ich habe ein Eventsystem noch installiert, die es uns ermöglichen wird, neue Events ins Spiel reinzubringen. Da wird durchaus auch mein englisches Event kommen. Und ich habe aber auch versucht, alles so gut wie es geht, deutsche Modpacks zu installieren und so weiter.
Ich hoffe, das wird uns hier eine ganze Menge Spaß bereiten. So, wir werden zufällig garantierte bewohnbare Welten machen. Das bedeutet, dass das noch ein bisschen mehr Spielspaß bringt. Venus wird ein Terraforming-Kandidat werden. Dann seht ihr hier einmal die ganzen Sachen. So, was ist dieses Gigastructures? Gigastructures ist eine Mod, die uns unheimlich viele neue Megastrukturen ins Spiel bringt. Die bringt Achievements ins Spiel. Ihr habt zum Beispiel den Kern, den ihr jetzt euch angucken könnt. Also der Kern der Galaxie und. Also das ist wirklich mega, mega cool, was wir haben. Wir bleiben bei den Standardeinstellungen. Dann gibt es einmal planetare destruktive Ereignisse. Die will ich auch aktivieren, damit es auch hier spannend bleibt. Ja. Und dann sind wir auch schon im Game drin. So, und was wir zum Beispiel jetzt auch machen können, und das ist einer der Gründe, warum ich diese ganzen coolen Mods installiert habe. Wir könnten jetzt zum Beispiel hier im Asteroidengürtel, ich weiß nicht, ob das Ceres ist, Vesta, hier sagen, Megastruktur bauen. Und dann sehen wir hier, ja, das ist noch minimal buggy, aber ein Asteroidenhabitat können wir jetzt bauen und dann dort uns auch drauf setzen. Sehr, sehr, sehr cool. So, jetzt gehen wir erstmal nochmal kurz hier rein und dann schauen wir uns mal diese Schiffe an. Ja. Ich hoffe, ihr könnt das so ansatzweise erkennen. Ich meine, wenn wir uns die Erdallianz nennen, dann müssen unsere Schiffe natürlich auch so aussehen. Ja, wir haben vorher mit den Schatten gespielt und jetzt spielen wir natürlich mit entsprechenden Schiffen, die anders aussehen. Zum Beispiel unsere Forschungsschiffe. Mega. Finde ich super, super, super cool. Auch die Kolonieschiffe, die zeige ich euch auch gleich, sehen auch sehr hübsch aus. So, wir sind in einer ganz normalen Galaxie, nichts Ungewöhnliches in dem Fall, hier hinten links gestartet. Ja, na, da bin ich mal gespannt. Jetzt gehen wir erstmal hier hin und werden uns die Sachen hier angucken. Da wird es hoffentlich überall die Forschung geben. Das ist alles Standard. So, dann habe ich uns auch ein Modpack installiert, der die Anzahl der Forschungen hinten raus erweitert. Das heißt, wir werden dort nicht so schnell an die Grenzen gelangen. So, dann natürlich die große Frage, was ist jetzt überhaupt neu in Galactic Paragons? Und in Galactic Paragons ist diese ganze Anordnung hier stark verändert worden. Grundsätzlich geht es darum, dass das Spiel rollenspielerischer wird und das ist ja gerade so, wie wir das überhaupt schon immer gespielt haben, genau was für uns. Deswegen spielen wir die Guten vermeintlich und werden uns aufgrund der Eigenschaften unseres Herrschers, die ich euch ja am Anfang noch nicht mal gezeigt habe, jetzt einmal angucken, wie das Ganze entsteht. Und der Herrscher ist Django Ngema. Und Django Ngema ist ein Bergbauer. Der hat Mineralien, hat einen Reichseffekt. Am Anfang Mineralien von Jobs plus 2,5. Das passt ganz gut zu der Bergbaugilde, dass wir einfach am Anfang sehr gute Bergbauer sind, um uns hier natürlich auch einen kleinen Boost zu verschaffen. Und ansonsten, den Rest hatte ich euch gezeigt. Materialistisch, fanatisch, militaristisch und fanatisch, materialistisch, dass unsere Roboter, die wir haben, da auch so ein bisschen weniger kostet. Wir kriegen ein bisschen mehr Stabilität und Einigkeit durch Administratoren und Bürokraten. Und ansonsten haben wir hier erstmal nichts Ungewöhnliches. So, den Punkt hier überspringe ich mal. Das zeige ich euch gleich. Das hängt hier oben mit zusammen. Dann gibt es Technologie, das haben wir gesehen. Es gibt jetzt einen Minister, eine Forschungsleiterin, die sich dort um alles kümmert. Dann gibt es das neue Anführer-Menü und die Anführer sind im Prinzip sowas wie die Leute, die es vorher gab. Mit einem Unterschied, ihr könnt diese Leute jetzt wesentlich besser skillen. Ihr habt jetzt Skills, die können die Personen bekommen und ihr habt auch eine maximale Anzahl an Personen, das sind hier oben. Wir können ein Anführerlimit von 6, das kann man über Technologien und so weiter später erweitern, haben wir dort die Möglichkeit, 6 Anführer reinzuholen. Wobei 6 Anführer, das ist ganz wichtig, alles beinhaltet, inklusive der Leute, die ihr in Forschungsschiffe schickt. So, das heißt, in der Theorie können wir jetzt sogar, sind jetzt auch diese Anzahl der Forschungsschiffe begrenzt am Anfang. Ja, wir hätten jetzt noch 2 Leute übrig und dann müssten wir uns schon überlegen, machen wir eventuell einen Governor daraus, machen wir 2 Leute in Forschungsschiffen daraus und so weiter und so fort. Machen wir vielleicht einen Admiral daraus, weil wir einen Admiral vielleicht bräuchten für irgendwelche Leute. Aber ich meine, wir hätten einen Verteidigungsminister, ich weiß nicht, ob der das machen kann. Das heißt, wir könnten, wenn wir einen Admiral einsetzen, für unsere Flotte jetzt schon maximal ein weiteres Forschungsschiff bauen.
Aber auch da kann ich euch gleich die Angst nehmen. Natürlich könnt ihr das auch überschreiten. Ihr müsst nur mit den Konsequenzen leben. Und das wird natürlich bedeuten, dass ihr wesentlich höhere Kosten haben werdet für Einigkeit und so weiter. Insofern ihr damit umgehen könnt, ist das auch kein Problem. Ja, also das kann man machen. Und grundsätzlich ist das wirklich, wirklich, wirklich enorm cool. Wir haben jetzt wirklich hier Personen, die wesentlich bessere Eigenschaften haben. Wir können die besser einsetzen. Wir sehen, wo die sind. Das macht jetzt einfach alles viel mehr Sinn. Wir haben jetzt hier unten, wir können die Auto-Eigenschaften hier anmachen. Das lassen wir mal alles bleiben. Das werde ich schön selbst machen. Und wir sehen jetzt hier zum Beispiel auch, was die für Eigenschaften haben, zum Beispiel 3-monatliche Legierung als Admiral oder als General, 10 Jahre Lebensdauer, und das ist schon enorm cool. Also das ist wirklich sehr cool, das freut mich. Wenn ihr euch jetzt denkt, ja, wie steige ich denn durch diese Liste durch, das ist kein Problem, hier oben könnt ihr das Ganze filtern nach Admirals, General, Governors und Wissenschaftler. Es gibt jetzt auch keine Wissenschaftler mehr in verschiedenen Kategorien. Es gibt jetzt einen Wissenschaftler, der hat verschiedene Eigenschaften und kann euch in verschiedene Bereiche boosten und nicht mehr. Ja, auch da wirklich eine Vereinfachung und eine gute Vereinfachung, wie ich finde, im Gameplay, finde ich eine sehr, sehr gute Sache. Regierung zeige ich euch gleich. So, Spezies hat sich jetzt nichts verändert. Planeten und Sektoren auch nicht. Expansionsplaner auch nicht großartig. Flottenverwaltung auch da. Ach Gott sei Dank, endlich Schiffsdesigner und Flottenmanager zusammen, damit so Leute wie ich nicht immer in 25.000 Fenster reinklicken und sich dann verklicken. Und wir bleiben erstmal beim Schiffsdesigner und gucken uns mal die Korvette an. Und die Korvette hat hier normale Atomraketen und kleine Massebeschleuniger. Das finde ich okay. Ich würde allerdings einen roten Laser damit einbauen wollen. In das Teil. Jetzt will ich das nicht automatisch generieren. Das speichern wir einmal ab. Und das ist die Nordstern-Klasse und damit passt das. So, Kontakte sind auch, denke ich mal, bekannt. Ansprüche kennt ihr auch und der Markt ist nach unten gewandert. Und jetzt gucken wir uns die Regierung an. Ja, mega cool. Wir haben jetzt endlich eine Regierung, die auch wirklich hier mal Sinn macht. Wir haben zum Beispiel auch Erlasse. Und diese Erlasse können wir erlassen in unserer Regierung. Wir sehen hier zum Beispiel auch die Agenden, die wir haben. Ja, also wir haben auch die Möglichkeit, eine Agenda zu bestimmen und die hier zu machen. Und ihr seht, nicht verfügbare Sachen begonnen. Wir können zum Beispiel sagen, hey, wir wollen ein bisschen mehr Wachstum haben, Machtentfaltung oder sowas. Das ist schon eine ziemlich coole Sache. Wir können hier auch die Erlasse, das kennt ihr, ne? Das sind hier hinten diese Standardsachen, die wir auch schon hatten. Das könnt ihr in dem Fall ignorieren. Das sind die ganzen Mods, die ich installiert habe. Die Gigastructures, Next Control Panel. Da seht ihr, da könnt ihr ein paar Sachen noch konfigurieren. Das lassen wir jetzt alles mal. Und diese Sachen sind ja auch Standard. Da gucken wir uns das, in den nächsten Folgen mal in Ruhe an, wie wir dort weiter vorgehen. Okay, gut. Dann haben wir die Regierung und bei unserer Regierung haben wir momentan die Agenda der unendlichen Möglichkeiten für die Staatsbürger plus 4%. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das für den Anfang die richtige Entscheidung ist. Ich glaube schon, dass wir so in gewisser Weise in Richtung der Machtentfaltung gehen sollten, um einfach unsere Einflussprojektion zu erhöhen. Wir können auch Schiffe bauen, um über unsere Macht dort entsprechend was zu machen. Forschung glaube ich nicht. Ich denke, wir werden am Anfang wirklich mal auf die Machtentfaltung gehen. Jeglicher Fortschritt für die aktuelle Agenda geht verloren. Ich weiß, ich möchte gerne die Machtentfaltung am Anfang als Agenda haben, damit wir einfach ja unsere Macht hier auch entsprechend entfalten. So, nächster Punkt. Wir machen uns ein Forschungsschiff. Und dich werden wir schon mal losschicken. Und jetzt bin ich am Überlegen, wo lang. Wir gehen einmal dahin. Und dann dahin und dann dahin. Und dann machen wir weiter. So, die ist abgelaufen. Können wir ignorieren. Die werden einmal umgebaut. Und dann müssen wir auch schon einmal in unsere Welt reingehen. Und auch dort haben wir am Anfang ein Verwaltungsbüro, Forschung, wir haben Wirtschaft, Robotermontageanlagen. Das sind ja, das ist ja unser Spezialperk, den wir haben, dass wir schon am Anfang ein paar Roboter haben. Und wir bauen danach einmal, sobald es verfügbar ist, die Legierungsgießerei, dass wir dort ein bisschen schneller vorankommen. Okay, gut.
Müssen wir warten, bis wir 400 haben. Und dann bauen wir das dort auch mal auf. So. Dann haben wir das nächste Forschungsschiff. Zack. Und auch da seht ihr, die Forschungsschiffe brauchen nach wie vor einen Forscher. Ja? Aber wir müssen echt ein bisschen vorsichtig sein dabei. Wir haben noch keine 97. Ah, verdammt. Okay, dann müssen wir da noch ein bisschen mit warten. Und ich bin übrigens auch mal gespannt, was bei den Planeten und alles rauskommt. Vorerst sein lassen, bitte. Das wollen wir erstmal noch nicht machen. So, 200, 133. Das heißt, ist die Frage, wen wir uns hier nehmen. Legierungen brauche ich am Anfang nicht. Lebensdauer. Das ist nicht schlecht. Erfahrungszuwachs ist wenig, dafür kann sie schneller erkunden. Ha, ist schwierig. Entschuldige. Wir nehmen ihn. Ja. Ich bin hier, um euren Reich zu dienen. Sagt mir einfach, was getan werden muss. Das werde ich tun. Das machen wir so. So, du bleibst da bitte. Und du fliegst einmal da hinten rum. Und viel mehr will ich jetzt gar nicht haben. Denn mehr Zweige haben wir jetzt nicht. Mal gucken. Wir wollen ja auch noch irgendwann mal einen Admiral haben für unsere Flotte. Das muss ja auch noch getan werden. Okay. Ja, erstmal sein lassen. Wie viele Anomalien gibt es denn da unten, ey? Das ist ja schon Wahnsinn. Eieieiei. Das sind ja nur geschmolzene Welten. Ach, du grüne Neune. Wow. Okay. Vulkanische Mineral. Jai. Legierungen aus Jobs plus 10%. Ja, was bringt mir das, wenn ich da nichts drauf bauen kann? So, was ist das jetzt hier? Ist das eine Sonne? Das ist ein Gasriese. Ah, herrlich. Ich liebe diese Mods. Wunderbar. Das sieht schon extrem cool aus. So, was haben wir hier? Tja, ich habe das Gefühl, dass wir hier irgendwie extrem viele geschmolzene Welten haben. So, jetzt haben wir diese Mod auch mit aktiv. Ihr seht, auch da haben wir jetzt ein paar mehr Slots. Ist jetzt aber auch, so weit werden wir wahrscheinlich nie kommen bei uns. Und das ist die Mod Plentiful Traditions von Birdie. Und die ist auch ziemlich cool. Und da können wir uns jetzt hier aus relativ vielen Sachen auswählen. Na, insofern es denn funktioniert. Und ich bin jetzt mal durchgegangen, die ganzen Sachen. Da gibt es jetzt natürlich eine ganze Menge, auf die wir uns in Zukunft auch konzentrieren können. Aber ihr seht, es gibt jetzt so eine Sachen wie Angriff, Verteidigung, Mutagenese. Ja, dieses Schiff kennt man wahrscheinlich. Empire-Sachen und so weiter. Also es gibt wirklich viele Sachen, auf die wir uns konzentrieren können. Das heißt, wir können unser Reich dort in eine wesentlich andere Richtung auch begeben. Aber ich möchte am Anfang wirklich die Ausbreitung haben, gerade weil uns das bei den Sternbasen minus 10% Einflusskosten gibt, zusätzliche Bewohner. Das ist für mich persönlich am Anfang immer mit eine sehr gute Sache. Und dort werden wir uns dann erstmal langhangeln. Okay, gut. Oh, weiter. Und der True Path. Vor Jahrhunderten spaltete sich eine Gruppe radikaler Priester, oh nein, mit ihren ergebenen Jüngern auf Erde von den etablierten Religionen ab, um ihre eigene Kirche zu gründen. Diese Extremisten nannten sich der True Path und waren im Laufe der Jahre für viele Gräueltaten und terroristische Handlungen verantwortlich. Obwohl sie sich in der Moderne von der Öffentlichkeit ferngehalten haben, haben wir jüngst erfahren, dass viele ihrer Agenten unser Militär infiltriert haben. Abtrünnige haben geheime Ressourcen für den Bau kleiner Flotten gemacht. Das kann doch nicht wahr sein. Ernsthaft? Ernsthaft, ey? Oh, was ist das denn hier? Angriff! Oder vielleicht auch nicht. Also, okay, das ist natürlich jetzt super. Dann bauen wir mal bitte Legierungen. Und werden gleich mal unsere Einsatztruppe ein bisschen ausrüsten. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Wie viel können wir da bauen an Schiffen? Wahrscheinlich noch nicht allzu viele, ne? Ein einziges. Eins ist besser als keins.
Naja, super. Mal gucken, was die machen werden. Jetzt müssen wir natürlich auch mit unserem Konstruktionsschiff aufpassen. Das können wir jetzt natürlich nicht einfach irgendwo hinschicken. Wie sieht es überhaupt auf dem Mars aus? Terraforming-Kandidat, ja. Solange die da rumstehen, soll es mir recht sein. Wir müssen nur gucken, dass wir unsere Flotte noch weiter ausgebaut bekommen. Ein Schiff können wir noch fix bauen. Na, man sollte auch auf Stärken klicken. Und wenn wir das durchhaben, dann werden wir die mal angreifen. Na, toll. System Survey complete. So, das Luro-System wurde vollständig erkundet. Wunderbar. Da gibt es jetzt nichts Besonderes, außer diese Sachen dort. Gut. Dann machen wir mal weiter. Und ich bin echt gespannt, was hier auf Honam alles noch ist. So, und dann ist unsere Flotte fertig. Jetzt. Dann sollten wir jetzt mal dem gute José María Rodríguez ist erhöhte, hat sein Admiral. Tja. Mal gespannt, was deine erste Aufgabe so bringt. So, und da sehen wir übrigens auch unsere Korvetten. Ach, die sehen so cool aus. Die sehen so cool aus. Unsere tapferen Weltraumtropfen haben mit großem Geschick ein Schiff der Kultisten-Armada manövrierfähig geschossen. Das Schiff ist größtenteils intakt und aus seinem Inneren empfangen wir schwache Lebenszeichen. Alle töten. Ich meine, nein, verdammt, wir sind ja eine Demokratie, wir müssen abstimmen. Nachdem wir alle unmittelbaren Bedrohungen eliminiert haben, sollten wir das Schiff entern, um etwas Überlebende zu bergen. Tja. Situation log updated. Henry Legal. Tja, Henry. Dein letztes Stündlein hat geschlagen. So, nachdem der Einsatztrupp Beamoth zum Sieg über Seoul geführt hat, ist Admiral Rodríguez selbstbewusster geworden. Nun weigert er sich bei zukünftigen Gefechten, einen Rückzug überhaupt in Betracht zu ziehen. Oh, cool. Dafür allerdings natürlich auch eine geringere Chance für einen Rückzug. Na gut. So, wir haben alles zerstört. Da brauchen wir ein Forschungsschiff. Mist. Oh, Alpha Centauri. Das ist gut. Müssen aber erstmal. Wieso gibt es denn da noch diese Flotte? Okay, wir müssen uns erstmal dorthin bewegen. Und wir müssen ein weiteres Forschungsschiff bauen, ne? Da haben wir nicht das Geld für. Na, das ist jetzt ärgerlich. Das bringt uns natürlich am Anfang jetzt ganz schön in die Bredouille. Weil wir jetzt sinnloserweise unsere kostbaren Mineralien andere Sachen ausgeben mussten. Homan. Also ich bin gespannt, wenn wir diese Sachen uns hier angucken, diese ganzen Nachrichten, was hier in Homan, im Homan-System rauskommt. Wir haben auf Alpha Centauri 3 Artefakte einer uralten Zivilisation gefunden. Nach dem zu urteilen, was wir bisher über ihre Sprache übersetzen konnten, scheinen sie die Aliens das irassianische Konkordat genannt zu haben. Sie waren eine interstellare Macht, die etwa für 1 Million Jahren über diesen Bereich herrschte. Eine solche namens Javorianische Bocken scheint sie ausgelöscht zu haben. Ja gut. Die Wegbereiter hat Alpha Centauri einen verblüffenden Fund gemacht. Der Planet wimmelt es von Alien-Lebensformen. Okay. Na toll. Oder auch, also natürlich super, ne? Na gut. So. Man ist begeistert davon. Es gibt einen Begeisterungssturm. Das ist super. Jetzt müssen wir aber... Wir werden natürlich alle Xenos mit offenen Armen empfangen. So, und jetzt müssen wir hier... Ja, was machen wir zuerst? Ein Forschungsschiff? Ist das zeitlich begrenzt, das Ganze hier? Ach Gott, da ist noch ein Schiff? Ach, das ist das Aufgegebene, ne? Ja, wir müssen... Verdammt, wir müssen da jetzt erst... Wir müssen erst... uns das Forschungsschiff holen. Da müssen wir jetzt echt abwarten und gucken. Können wir denn auf der Erde... Ne, das Ding ist gleich fertig. So, bums. Jetzt müssen wir einmal gucken, dass wir mehr produzieren, hoffentlich. 15, sehr gut.
Gut, also, das läuft. Und jetzt können wir auch hier schon die nächste Tradition uns holen. Einflusskosten von Sternbasen, das machen wir mal runter. Aber wenn ich das so sehe, ist erstaunlicherweise gerade mal der Einfluss nicht unser Problem. Jetzt müssen wir aber erst das Forschungsschiff der Fleißklasse kaufen und bauen. Und dann müssen wir dort weitermachen. Oh Mann, das beginnt, also da ist die erste Folge schon mal gespickt von unheimlich vielen Dingen, die wir zu tun haben. So, dann holen wir uns mal einen weiteren Wissenschaftler. Legierungen im Monat. Ich hab doch 97. Wieso sind 97 jetzt nicht 97? Vorerst sein lassen. Und du wirst jetzt bitte einmal das Spezialprojekt unterstützen. So, Forschungsaufstieg bei Clara Bello. Und, oh, das ist gut. Clara Bello ist die Forschungsleiterin. Und da sehen wir jetzt nämlich schon die Sachen. Wir können jetzt selbst bestimmen, wie es hier war. Ja, stopp. So, ganz ruhig. So, jetzt müssen wir erstmal Clara Bello. Meine Liebe. Sorglos. Unterhalt der Schiffe. Konsumgüter im Monat. Oh Gott, darum müssen wir uns ja auch kümmern, ne? Ich denke, wir werden sie in Sorglos 2 boosten. Und dann haben wir den Präsidenten. Oh, Django Nguema. Tja, wir könnten ihn bei den Mineralien boosten, aber da sehe ich jetzt gerade noch nicht so das Problem. Oder allgemein. Ich würde ihn aber tatsächlich gerne bei den Mineralien boosten. Und ihn dort weiterbringen. Wir gucken, was das bringt. So, da sind wir dran. Da sind wir auch dran. Dort gibt es einen Planeten, eine Retina-Welt. Ei. Instabile Tektonik, Unterhalt. Und das sieht ja nice aus. Wir gucken uns den Planeten mal an. Ist das der hier? Nee, das ist eine Treibhauswelt. Vorhersagbare Jetstreams. Wahnsinn. Wow. Wie cool ist das denn? Gasriese. Proxima Centauri C. Wo ist unsere Retina-Welt? Da. Schick. Das bringt wirklich ein bisschen mehr Würze in das Ganze rein. Ja, sehr schön. Das werden wir auch erstmal sein lassen. So, du bist da zugange, du bist dort zugange, okay. Jetzt müssen wir einmal gucken, wie wir dieses Schiff dort... Anomaly found. Wie wir dieses gekaperte Schiff jetzt analysieren. So, Situationsprotokoll. Muss ich da jetzt mit einem Forschungsschiff ranfliegen? Oder wie soll das laufen? Ach, das ist echt, tatsächlich, das ist echt mit einem Militärschiff. Okay, das war Punkt Nummer 1. Dann nehmen wir einmal euch bitte. Einmal dahin und dann gucken wir mal, dass wir... Na? Erkundung nach bewohnbaren Welten. Ja, das ist eine gute Sache. Updated. Das können wir gerne machen. Aber jetzt will ich erstmal schauen, dass wir... Ja, einmal dahin fliegen. Hallo? So, reicht das jetzt schon als Orbit? Ja. So, gut. Dann gucken wir uns mal an, was das bringt. So, Alpha Centauri haben wir uns dort angeguckt. Und dort gehen wir bitte einmal dahin weiter. Ist auf jeden Fall sehr spannend, das Ganze hier. Du gehst dann nach dort. Und du kannst in der Zeit gerne die Anomalie im Homan-System angucken. So, das Konstruktionsschiff fängt an, Außenposten zu bauen. Und dann könnten wir mittlerweile... ne, wir belassen es erstmal dabei. Ich werde hier erstmal bis Alpha Centauri gehen. Ruined Macro Engineering Testing Station. Our science ship has spotted a rather
Large Space Station. Ui. Das ist einer der Mods. Macro Engineering Testing Station. Eieieiei. Constructed eons ago by a space-fearing race. Okay, krass. Da bin ich ja mal gespannt, was das ist. Hier ist auch irgendein Planet in die Luft geflogen. Wer kümmert sich da gerade drum? Das ist der gute Darsh Vijay. Wenn ihr übrigens natürlich auch in diesem Spiel mit dabei sein wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wir haben eine ganze Menge Charaktere dabei. Ich zeige sie euch nochmal. Der Präsident, der ist leider nicht, steht leider nicht zur Verfügung. Das bin natürlich ich. Aber wenn ihr einer von diesen Charakteren hier sein wollt, dann schreibt es gerne natürlich in die Kommentare. Dann könnt auch ihr bei dem Erfolg der Erdallianz dabei sein. So. Die Überlebenden leisteten zwei bitteren Widerstand, aber letztendlich konnten unsere Enterkommandos auf die manövrierfähig geschossene Kultistenschiff dennoch mehrere Gefangene machen. Vom Letzteren haben wir erfahren, dass diese Verschwörung weitaus tiefgreifender ist als ursprünglich angenommen. Zu dem Agenten der True Path gehören mehrere Wat-Flak-Offiziere. Wow, und hochrangige Regierungsmitglieder. Auf der Erde finden Massenverhaftungen statt. Außerdem wurden sämtliche Vermögenswerte dieses Kults beschlagnahmt. Trotzdem wissen wir nichts über den Verbleib mehrerer der im Geheim gebauten Raumschiffe. Noch schlimmer aber ist es, dass die oberste Spitze der Kultistenführung verschwunden ist. Na super. Oh Mann, ey, das ist doch schon mal eine tolle Sache. Wenn wir noch diese Einsatztruppe einmal umbenennen. Die erste Flotte. So. Überall blinkt es. In Rulan gibt es eine neue Megastruktur. Das lassen wir erstmal bleiben, bitte. Und der Stützpfeiler hat etwas gebaut. Das ist gut. Dann können wir gleich mal die Bergbaustation anschließen. Und dann können wir, denke ich, bedenkenlos ein weiteres Konstruktionsschiff bauen. Und uns hier unten weiterentwickeln, denn da gibt es ja auch ein paar schöne Sachen. So, was willst du? Ja, na dann. Im Dirbahn-System. Das ist echt wahnsinnig. Wir haben noch nicht einen Planeten gefunden, wo wir uns sinnvollerweise irgendwie drauf ausbreiten können. Normalerweise gibt es immer im Centauri-System gibt es welche, wo man sich ausbreiten kann. Und selbst da haben wir nur eine Retina-Welt mit 60%. Das könnte man natürlich machen. Die Welt ist natürlich nicht schlecht. Tja. Aber das sind eben unsere Mods. Genau deswegen habe ich sie installiert. Das macht das Ganze noch ein bisschen spannender, weil wir nicht so viele Planeten haben. So, direkt über die Atmosphäre vom Homan ist eine kleine aerostatische Kolonie gefunden worden, die anscheinend autark gewesen ist. An Bord wurden sterbliche Überreste einer Spezies gefunden. Okay. Ah, das, ja, ich erinnere mich. Das war die Spezialaktion, die wir dort gestartet hatten. Okay. Aber wir sollten wahrscheinlich wirklich, wenn wir das Centauri-System haben und dieses Planeten annehmen, einfach, ich glaube, das macht am meisten Sinn im Moment. Tja. Bewohnbarkeit zwar minus 10%, dafür allerdings natürlich Forschung, Unterhalt, Jobs minus 20. Ich glaube aber trotzdem, dass das was bringt. So, ein Terraforming, Barnard Star 4. Dort könnte es Leben gegeben haben. An den Polkappen unterhalb der Oberfläche des Planeten gibt es bedeutende Vorkommen an gefrorenem Wasser. Die Existenz vernetzter Täler legt nahe, dass das Wasser früher unerhindert geflossen sein könnte. Hört sich nach einem Planeten vom Mars-Typ an. Oh Gott, Leute, guckt euch das mal an. Ist das hübsch? Gezeitengekoppelte karge Welt. Mega. Das wird natürlich noch eine ganze Weile dauern, bis wir dort etwas machen können. So, gut. Du gehst jetzt bitte einmal ins Homan-System und baust dort einen Außenposten. Und dann gehen wir ins Dirban-System weiter. Und du bitte fliegst nach Centauri. So. Wenn wir schon dabei sind, können wir den Unterhalt der Sternbasen gleich reduzieren. Das kostet uns dann noch ein bisschen weniger. Und José María Rodríguez
hat eine neue Eigenschaft. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir machen. Wir lassen... Oh, das ist natürlich nicht schlecht. Das ist natürlich jetzt eine Zwickmühle, ne? 20 Jahre länger für unseren Verteidigungsminister. Das ist natürlich schon nicht schlecht, ne? Vor allen Dingen, weil er Rumpfstärke der Schiffe plus 10% momentan hat. Sogar plus 15%. Deswegen würde ich ihn lieber länger leben lassen. Nochmal 10 Jahre. Um eben diese Eigenschaft einfach länger nutzen zu können. Finde ich eine super Sache. Unser Verteidigungsminister ist nun belastbarer. So, Girtab, Sirius, da sind wir bei. Das werden wir alles mit der Zeit machen. So, mal gucken, haben alle was zu tun? Ja. Du kannst danach... Nein. Schmarrn. System erkunden. Ach, verdammt, ich bin auf der falschen Taste. System erkunden. Dann einmal dahin, bitte. So. Du gehst da lang, das passt. Du bist auch unterwegs. Sehr schön. Tja, und dann würde ich schon sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Anführer Alternativen erneuern. Gucken wir uns beim nächsten Mal an. Und ich muss sagen, der Anfang ist ja schon mal mega klasse. Wir haben wenig Planeten, die wir besiedeln können. Wir haben hier oben irgendeine Retina-Welt. Wir haben Kultisten. Und wir müssen uns gegen innere und äußere Angelegenheiten kümmern. Und wie das weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin, euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.